Da ist auch so ein Biwak, also schon bis an ein Hotel, das ist gar nicht so schlecht. Da übernachten wir und gehen jeden Tag dann an die großen Salten und fotografieren mit uns mit zwei Mods. Und dann am nächsten Tag fahren wir quer Stück durch und fahren ins Atlas zurück. Und im Atlas fahren wir an die Wasserfälle, wo man durch die Wasserfälle die Sahara sieht. Dort laden wir auch eineinhalb bis zwei Tage und dann geht es nach Marrakesch, wo man dann ohne Models dann nochmal diese Tür zu nehmen und die Gaukler spielen. Also das ist so der Plan. Wird man nächstes Jahr im März machen. Das ist eine Woche, ja? Also acht Tage. Alles. Nee! Haben ein Belichtungsteil von 125. Man kann auch ein bisschen tiefer gehen. Also sie hat ja hier Dauerlicht. Das ist ja der Trick. Wir arbeiten also jetzt, wenn er mal genau guckt, kombinieren wir Dauerlicht, Tageslicht. So, einer ist halt die Nebelmaschine, der macht das für euch. Zweimal hat die Nebelmaschine, die kommen dann später auch. Wer geht Nebel? Ja, der Nebel ist mir jetzt aufpassen, kein Nebel mehr. Ja, was hat das doch auf Baumodus oder sowas gemacht? Okay, was hast du eigentlich? Der 150 vom Stand, das ist der selbe. Achso, ganz stark. So, und fertig. Hier, Mann. Wenn du bist, geht's gleich ein bisschen zu weit. Ja, das sieht gleich ganz anders aus. Also, das geht's, muss jeder machen, gell? Das muss jeder machen. Die Nebelmaschine, die kostet 1200, wird es nachher versteigert. Soll ich die Kopie aufmachen? Geht schon. Geht schon. Wir können auch die Tür hier aufmachen kurz. So, jetzt geht's. Jetzt ist er wieder gut. Das machen wir erstmal die erste Gruppe ihre Bilder und dann machen wir das. Ja, die Hand war ja, sag's, da hat er recht.